Herzlich willkommen zum Almost Daily heute mit Sophia, ja. Hannes, Ben, Flo und mir. Ganz genau. Im Endeffekt ist es eine Fortsetzung einer Diskussion, die wir zumindest mal beim G20-Gipfel auf der Straße geführt haben. Und ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall heiß hergegangen. Deswegen habe ich so ein bisschen Schiss vor diesem Almost Daily. Also gerade Flo und Hannes waren kurz davor, sich auf die Fresse zu hauen. Stimmt natürlich nicht. Wird alles nur Basel auf die Fresse hauen. Ja. Also wenn einer zugeschlagen hätte, nur Hannes. Ich war ja gegen die Gewalt. Ja, ja. Denn Polizei ist das Thema und ich habe noch so ein bisschen im Kopf, dass Flo sich so ein bisschen auf die Seite der Demonstranten gestellt hat. Hannes war eher so auf der Polizeiseite. Wir waren halt irgendwie dabei und haben versucht zu moderieren. Und Sophias Einstellung kenne ich gar nicht. Würdest du dich irgendwo einstufen, links oder rechts von muss der Polizei? Nö, musst du gar nicht. Wir können auch einfach Polizeigeschichten heute erzählen, wenn jemand eine lustige Polizeigeschichte hat oder sowas. Oder Polizeiwitze. Polizeiwitze. Alter, stumme Polizei. Hat irgendwer einen? Scheiße, mir fällt gerade spontan keiner ein. Das hat doch bestimmt Polizeiwitz. Ja, habe ich. Polizeifährten. Wie war denn das? Fährt ein Vampir mit einem Auto mit zwei Fahrrädern auf dem Dach rum, hält die Polizei ihn an und fragt: Haben Sie was getrunken? Nee, nur zwei Radler. Oh. Es kommt jedenfalls Polizei mit vor. Ja, das war's. Ich bin schon 100 Polizeiwitze. Mir fiel nur gerade der ein. Keine Ahnung. Naja, aber ihr wart, Sophia, warst du auch mal schön. Du wohnst doch sogar genau da, wo die Proteste waren. Ja, genau. Hast du da irgendwas gesehen? Irgendwie Polizeigewalt oder Demonstrantengewalt oder. Ihr könnt gerne auch erstmal eure Storys erzählen, wenn ich anfange zu erzählen. Das ja. Irgendwer muss ja anfangen. Ja, fang ruhig an. Ladies first. Du bist ja genau. Ist voll die Eröffnungsposition ist immer die schwerste irgendwie. Ja. Finde ich. Vor allem, weil ich jetzt keine klare Meinung habe, sondern dass es. Also ich finde halt, dass es total von der Situation abhängt und von dem, wo es passiert ist und wie der Hergang war. Also ich glaube, bei G20 gab es sowohl Momente, wo die Demonstranten halt absolut Unrecht haben, wie Momente, wo die Polizei Unrecht hatte. Von der Organisation her, was da alles schiefgelaufen ist, was ja erst im Nachhinein rausgekommen ist. Deswegen, während des G20-Gipfels war das einfach nur anstrengend, weil das jeder einfach, also wenn ihr vor der Flora standet, hattet ihr wahrscheinlich ein ganz anderes Erlebnis als ich, wo ich zu Hause meine Wohnung verteidigen musste, gegen Leute aus dem schwarzen Block, die mir die Tür eingeworfen haben und versucht haben, durch mein Schloss zu kommen. Also für mich war es was? Du hast ein Schloss. In meine Stadt zu besuchen. Nicht so viele auf einmal. Ja, genau. Also für mich war es halt echt so eine komplette Verteidigungssituation, die 4 Stunden lang ging, wo man irgendwann gehofft hat, einfach nur, dass das SEK freigegeben wird für unseren Stadtteil, weil für die, die es nicht mitbekommen haben... einfach alle weggeschossen werden, damit ich endlich wieder zum Kiosk gegenüber kann. Wenn da einer versucht, in deine Wohnung einzubrechen und du dir schon ausmalst, wie die einfach in deine Wohnung kommen, den Fernseher aus dem Fenster werfen, weil direkt unter mir waren die Barrikaden teilweise. Und dir denkst du so, ja geil, gleich brennen meine Sachen da unten in dem Mülleimer. Das ist halt einfach nicht lustig, mit Löscheimern über die ganze Wohnung verteilt mit Eisenstangen und gebrochenen Flaschen so, weil über eine andere Leiter haben Leute versucht, auf unser Dach zu klettern und auf unsere Terrasse zu kommen. Also für uns war es halt einfach eine komplett unlustige Situation, wo man ganz klar sagen muss, ich war halt in der Situation aus meiner Perspektive pro Polizei, weil ich diese Hilfe gebraucht habe. Mhm. Ja. Und für mich war es das schlimmste Gefühl, zu wissen, ich kann jetzt 110 rufen, aber mein Bezirk ist nicht freigegeben. Schanze wurde ja ganz klar gesagt, wir schicken keine Einsatzkräfte in die Schanze, weil sie bei der Elbphilharmonie gebraucht werden sozusagen und Schanze wird geopfert, damit die anderen Stadtteile safe bleiben. Ja, das ja, wobei das glaube ich nicht so jetzt die offizielle Polizeiaussage wäre, oder? Die haben doch da auch irgendwie laut so einen Hinterhalt und sowas vermutet in der Schanze. Nee, aber das war tatsächlich so. Ja. Gunnar, Steffen Meyer und ich sind da aus Köln wiedergekommen am Freitag. Haben da gedreht und mussten halt Equipment zurückbringen. Sind schon nicht mit dem Taxi bis zur Firma gekommen, weil es alles abgeriegelt war. Und dann mussten wir irgendwie so zu Fuß da durch und dann kam irgendwie, da waren ja auch Türen von uns besprayt und so und wir haben es halt gesehen und haben uns das angeguckt und Fotos gemacht. Und dann kam so eine ältere Frau auf dem Fahrrad vorbei und hat, was ich eigentlich mega ballsy move, so stehen halt drei Typen und die hat uns dann angesprochen, so, hallo, was machen Sie da? Gehören Sie hier hin?
Und ich so dachte, okay, ja, wenn nicht, hast du jetzt aber auch schlechte Karten, irgendwie Omi. Es sei denn, sie hat eine Schusswaffe dabei. Ja. So fand ich ganz mutig. Und wir haben dann halt gesagt, dass wir bei Rocket Beans arbeiten, haben ein bisschen geschnackt. Und die dann gleich, Rocket Beans. Ja. Ohne Kur- oh, Scheiß, hat sie. Hä, echt? Die hat halt wirklich, also die weiß halt, dass die Firma da ist, weil die wohnt halt in der Straße. Ja. Und die hat dann nämlich erzählt, dass die quasi in der Nachbarschaft so ein bisschen sich abgesprochen haben und wirklich so eine Nachbarschaftswache machen, Hammer. Dass jeder da so ein bisschen rumfährt. Ja. Weil die nämlich die Polizei angerufen haben, weil sie meinte, da sind halt mega viele schwarze Blockmenschen durch die Straße gezogen und die hatten halt auch Schiss. Und die Polizei hat halt gesagt, kommen wir nicht hin. Das fahren wir jetzt nicht an, wir haben keine Einsatzkräfte mehr über, um jetzt zu gucken, ob bei ihnen vielleicht eine Tür angesprayt wird, weil da vorne brennt die Straße. So. Und deswegen war es halt tatsächlich so, dass die Polizei einfach gesagt hat, sorry, machen wir nicht. Und dann fährt die da halt Nachbarschaftswache so auf ihr Fahrrad, so auf ihrem Namen. Ring, ring, hallo. Naja, war aber auch eine Extremsituation, die ja auch vorher angesagt wurde und so. Ist jetzt ja nicht so, dass das eine große Überraschung darstellt, dass da jetzt die Polizeikräfte nicht für so Banalitäten wie so Graffiti oder sowas dann ausrücken. Ja. Und so. Ja, ist natürlich dann trotzdem eine krasse Situation, wenn du dir jetzt vorstellst, sowas wie Sophia hat dann irgendwie eine alte Oma sitzt da und Leute versuchen in ihr Haus einzubrechen und die kann halt gar nichts machen. Sophia kann wenigstens noch irgendwie einen Roundhouse-Kick ansetzen, aber die Oma ist einfach tot wahrscheinlich dann. Die ganze Treppe, aller schwarzer Block fällt so wie Dominosteine um. Polizei nicht gelöst. Ja. Ich frage mich so ein bisschen, ob das nur so ein Hamburg-Ding ist, dass man da jetzt auch so viel drüber diskutiert hat, weil eben hier G20 war, oder ob das deutschlandweit viel diskutiert wurde, weil es bei uns halt einfach vor der Haustür stattgefunden hat. Ja, also, ich glaube, Hamburg ist da generell sehr geprägt in dieser ganzen Polizeigeschichte, weil Hamburg eine relativ politische Stadt ist, wo auch viele Demonstrationen stattfinden und entsprechend auch viele Eskalationen auch mit Polizei oder bei den Demonstrationen stattfinden, sodass das Thema generell präsent ist hier bei uns. Ja, ja. Ich glaube, für Hamburger speziell ist das Thema ja auch super interessant, weil es ja schon Wochen vorher so war, dass Helikopter den ganzen Tag gekreist sind, dass Stadtbereiche abgesperrt sind und man wirklich ja sagen muss, als normaler Bürger hat es einen schon eingeschränkt, weil du konntest Straßen nicht nutzen, du hast konstant eigentlich, wenn du hier in der Gegend gewohnt hast, dieses Geräusch von Rasenmähern um dich gehabt, weil ja wirklich ununterbrochen Helikopter über die Stadt schwirren. Ich fand das schon krass und bemerkenswert so. Mhm. Also einfach so als Ding, so vor auch die Woche vorher, jetzt gar nicht die Randale oder so, aber wie es so ist, dass so eine Stadt so eine Belagerung aufbaut eigentlich, weil das schon so ein bisschen Militärgebiet, fast jetzt ja eine Woche vorweg schon war. Das fand ich fast schon krasser als die Krawalle und so, mit denen, also ja, von der Wahrnehmung her, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Mit den Krawallen habe ich gerechnet so und da hätte man sich auch fernhalten können. Aber gegen diese Belagerung oder sag ich mal diese Maßnahmen vorweg kann man ja nicht viel machen und sie ist ständig da eigentlich. Also das fand ich schon krass. Ja, im Nachhinein halt auf jeden Fall auch eine dumme Idee, das in einer Stadt wie Hamburg zu machen. Ja. Was heißt, das hätte man sich doch echt denken können. Ja, es ist halt die mega linke Hochburg, so, dass da einfach G20-Gipfel noch schlimmer wird, als glaube ich in vielen anderen Städten. Ich glaube, in Travemünde. München wäre es nicht so krass gewesen. So. Ich meine, jedes Jahr 1. Mai geht hier schon Action. Mhm. Und dann machen sie es halt auch noch da, wo, also wenn 1. Mai Action in Hamburg ist, ist es an der Roten Flora. Und dann legen die das Ding halt irgendwie so Luftlinie 500 Meter weiter weg, so, wo ich so denke, das ist halt so dumm. Voll nett, so, dann müssen die Demonstranten müssen auch nicht weit, so, können auch kurz mal nach Hause sich noch ein Brot schmieren. Ja, und das Ding ist ja, sind wieder fit. Ich meine, wir wussten, dass es kommt und so, aber dann macht man das an einem Ort, wo jeder, der, sagen wir jetzt mal immer, ja, es ist ja nicht nur der schwarze Block und so, aber sagen wir jetzt mal der schwarze Block, der kennt sich in der Scheißstadt aus. Der geht da jedes Jahr hin. Und dann, also das verstehe ich halt nicht. Ja, echt, man hat es ihnen einfach auch maximal einfach gemacht. So, die kennen alle Schlupfwege und so. Wie ich dann gesehen habe, als halt direkt Ecke Schulterblatt so die Mega-Belagerung war, wo man halt auch, also da fand ich, hat die Polizei, was ich gesehen habe, richtig krass reagiert. Es war halt an dem Tag, als wir zurück mussten und da vorbeigegangen sind. Wo bei der Flora-Ecke Schulterblatt Susanne? Ja, genau da. Und da waren halt, also du hast halt gesehen, das war einfach, das war so ein Mob, das war auch so ein Antifa-Gefühl, einfach so, man darf jetzt. So, da sind alle Leute rausgekommen, die eh Bock auf Randale haben. Und es war jetzt so, gefühlt war es jetzt freigegeben, so, jetzt können wir alle mal ausrasten. Und da hat die Polizei das mega krass gemacht, da hätte ich nicht stehen wollen, wo die standen. Weil noch von
einen Bekannten von mir, der war auf der anderen Seite gerade zufällig, hat mir so Bilder geschickt, mehrmals hat so Fotos mir bei WhatsApp geschickt, auf der anderen Seite brannte einfach die Straße, die standen halt genau unter der Brücke, dann sind noch Leute irgendwie auf die Brücke raufgekommen, haben von oben Flaschen runtergeworfen, auf der Seite, wo wir lang gegangen sind, waren halt auch super viele Leute, die angefangen haben, Flaschen und Steine zu werfen und so. Und die stehen da in der Mitte und das muss so ein Gefühl sein, so du weißt, du hast die Bullen keine. Also, ja, die genau. Polizisten. Die scheiß Bullen, dumme Bullenschweine. Ja, die standen da und ich glaube, es muss so furchtbar sein, weil du weißt, du hast in keine Richtung hast du irgendwie eine sichere Ecke. Sonst weißt du irgendwie, keine Ahnung, hast den Mob vor dir und weißt du, keine Ahnung, wenn da jetzt ein Panzer kommt, dann können wir nach hinten weg und zur Seite und sind safe. Das war da halt nicht so. In jede Richtung war irgendwie Bedrohung. Und du wusstest halt auch nicht, wer bedrohlich ist, weil man aus den Fenstern, also Jakob wohnt ja auch an der Ecke, das heißt, man konnte sich so, na, was geht bei euch? Aber wenn du aus den Fenstern geguckt hast, da waren so unfassbar viele Schaulustige, wo sich hin und wieder einer dachte so, ja, jetzt ist mein Bierle, jetzt hab ich Bock. Das sind so Leute in einem Tanktop, einer karierten, knielangen Hose, Tanktop. Die sich denken, ja, in so einem Feinripp-Shirt so gefühlt, weißt du, hätten vielleicht noch so generell, das ist alles so ein bisschen ironisch und dämlich, eigentlich dieses YOLO-Ding vermischt mit dieser Vermummung und sowas. Ja. Ich habe auch so viele Leute, also ich war ja vor Ort auch im Schulterblatt, so viele Leute gesehen, die wirklich so Strasssteine an ihrer Vermummung hatten. Was? Und sowas. Ja, das ist wirklich so ein Modeaccessoire. Geil. Kein Scheiß. Antifa-Hipster. Ja, irgendwie sowas, genau, die bewusst gesagt haben, ich mache mir ein Outfit schick, in dem ich vermummt irgendwie schick daherkomme. Geil, wir sind der schwarz glitzernde Blond jetzt. Genau, und ich dachte, da ist so viel ironischen Verkehr dran, dann irgendwie auch Antikapitalist zu schreien, während man sich so ein schönes Strass-Outfit, was Vermummung sein soll, aber eigentlich möglichst auffällig ist. Und so. Ich dachte, irgendwie ist da alles gerade weird dran. Ja, aber man muss schon sagen, ey, wir hatten das dann auch. Wir standen da halt und haben uns das kurz angeguckt, weil es halt schon mega krass war. Mhm. Und irgendwie ist so dieses Gefühl auch tatsächlich, also ich bin ja halt absolut gegen Gewalt und trotzdem stehst du da und diese ganze Stimmung ist so, dass wirklich Gunnar und ich da standen, halt auch, wir haben uns auf dem Weg dahin ein Bier geholt und standen da und es war leer. Und wir gucken uns beide so an und du siehst, dass der genau den gleichen Gedanken hat. Und wir denken so, irgendwie hat man schon Bock, jetzt zu werfen jetzt. Haben wir natürlich nicht gemacht, aber es war einfach so die Stimmung, die halt so um sich griff. Das hat man da auch gemerkt. Auf einmal haben sich da auch Demonstranten untereinander auf die Fresse gehauen. Echt? Das war richtig geil. So 100 Meter weg von der Polizei und auf einmal siehst du, wie da so zwei Gruppen aufeinander clashen. Und man denkt, was ist jetzt der Plan? Euer Plan ist wirklich nur Gewalt. Es ist auch scheißegal, wer, wo, was. Ja. Das ist so ein bisschen wie dieses Hooligan-Ding beim Fußball, was ja eigentlich auch, wo der Fußball ja, sag ich mal, so ein Vehikel ist, um irgendwie Gewalt zu projizieren. So. Und das ist ja da nicht anders eigentlich gewesen in vielen Stellen. Die gehen wirklich einfach raus, um ein bisschen Krieg zu spielen. Und das haben sie dann ein paar Tage machen dürfen, mehr oder weniger dann schon fast legal, weil ja auch nicht viele dann jetzt irgendwie, obwohl wie viele sind denn ins Gefängnis gekommen, weiß man das irgendwie? Oh, also sind schon, ich glaube, es wurde jetzt doch vor kurzem irgendwie der erste verurteilt zu 2,5 Jahren oder so für nix. Okay. Für irgendwie hat sich der Präzedenzfall halt. Ne? Genau, hat sich irgendwie der Polizei widersetzt und der Festnahme widersetzt und hat irgendwie eine Flasche geworfen. Das kann nicht ausreichen für 2,5 Jahre. So, dann kannst du die ganze Polizei einsperren, glaube ich. Ja, ja, dann kannst du auch die ganze Polizei einsperren. Wir müssen eine kurze Pause machen. Genau in diesem Moment, auf diesen Moment freuen wir uns nach der Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Almost Daily Thema Polizei, Polizeigewalt, Antifa und so weiter. Flo, was wolltest du gerade sagen? Antifa, wollte ich erstmal sagen, ist natürlich für mich nicht synonym mit, das sind nur dumme Leute, die sich mit der Polizei prügeln wollen. Mhm. Das war für mich nur eine dumme Umschreibung des Allein Ganzen. Diese Aussage wird jetzt nochmal 10 Hasskommentare aufziehen. Ich will einfach den Hass von allen Seiten. Ja, ja. Ich schätze auch so 1000 Dislikes auf jeden Fall bei den Videos. Ja, schon mal safe. Ja, das ist halt. Ja, wir führen halt auch eine Unterhaltung. Da kann man jetzt vielleicht nicht jedes Wort so aufs Korn nehmen. Wir sind ja auch nur Menschen. Ja, das stimmt wohl. Also bei mir muss man sagen, bei mir ist halt einfach die Vorprägung. Ich hatte halt selber mal, war ich mal Teil eines Polizeieinsatzes. War ein Geburtstag, ein 18. Geburtstag von einem Kumpel, der, muss man auch sagen, nicht so gut reagiert hat. Die Polizei war schon zweimal da wegen Ruhestörung. Und er wusste halt, von wem das kam. Und die Nachbarn findet er eh nicht so cool. Also ist er in sein Zimmer gegangen und hat gesagt, oh, ich glaube, ich habe doch noch Böller von Silvester. Ist da mit in den Garten gegangen, hat Böller angezündet und die rübergeschmissen. So überraschenderweise haben sie dann nochmal die Polizei gerufen. Und beim dritten Mal dürfen die ja rein und das auflösen. Und da war halt so die ganze Aggression kam halt echt nur von der Polizei. Man muss auch sagen,
so im Nachhinein betrachtet, kann ich es schon verstehen, die hatten einfach Schiss. So. Das waren halt Handballer, da waren schon ordentliche Schränke dabei. Das waren 30 Leute oder so, alle eine Flasche Korn intus, wo du halt auch nicht weißt, einfach, was passiert da gleich. Wenn gleich 10 Schränke einfach auf mich raufkommen, dann kann ich auch noch so viel Pfefferspray sprühen, dann habe ich halt keine Chance. Das hat sich dann darin niedergeschlagen, dass die einfach mit 3 Bussen ankamen und in voller Kampfmontur. Ach doch, das die sahen einfach wirklich aus wie jetzt beim G20-Gipfel mit Helm und voll gepolstert und so, was allein halt schon bedrohlich. Aber damals noch nicht wirkt. In der schwarzen Uniform wahrscheinlich. Doch. In Schwarz auf jeden Fall. Wie alt bist du? 22? 29. War das auf dem Dorf? Ja. Das war halt echt krass. So, und dann, ja, das wirkt halt schon bedrohlich, ne? Wenn du da stehst, denkst du schon irgendwie nicht, wenn die da mit 10 solchen Leuten reinkommen, denkst du nicht, okay, cool, wir lösen das hier ganz entspannt auf. Natürlich Es war dann irgendwie erst, war halt auch alles entspannt. Wir haben es halt auch, also wir wussten halt einfach, okay, wir haben es halt verkackt, so. Was sollen wir machen? Die haben jetzt auch, die haben das Recht und das ist ja auch in Ordnung. Dann durften wir alle noch, wir durften keine Flaschen mit rausnehmen, aber PET-Flaschen. Dann haben wir uns alle noch ganz gemütlich so in unsere Cola noch mal Korn reingemacht, damit wir noch was zu trinken haben. Standard. Und dann fing es halt so an, dass irgendwie die Polizei so angefangen hat, einfach wirklich sinnlos Leute so rauszuschubsen und so. Also haben sich alle irgendwie auf den Weg nach draußen gemacht. Und dann wurde halt die Stimmung wurde dann irgendwie immer aufgeheizter und wir haben alle, also von uns hat echt keiner irgendwie auch nur eine Andeutung gemacht. Dann ging es weiter, dass ein Kumpel, der halt auch in Hamburg gewohnt hat damals schon, den halt gesagt hat, so, ich penne heute bei dem Typen, hat den Ausweis gezeigt, hat gesagt, hier, ich komme aus Hamburg, wenn ihr mich jetzt hier rauswerft, es fährt kein Zug mehr, so, dann bin ich jetzt obdachlos heute Nacht. Dann haben die gesagt, okay, alles klar, er darf drinbleiben, alle anderen raus, übrigens inklusive der Mutter des Geburtstagskinds, die wurde aus dem eigenen Haus geworfen. Ja, die ist ganz geil. Das ist die eigentliche Frage. Ja. Die ist ganz geil, die ist ein mega Partytier, die macht immer die Brücke irgendwann auf der Tanzfläche. Man wartet jede Party nur drauf, bis sie irgendwann, bis sie Bock hat. Die Brücke ist so nach hinten links, übergebeugt, oder? Okay, alles klar. Nackt. Ja, genau. Wir wurden dann alle rausgeworfen und dann kam irgendwann nochmal ein Polizist da durchgegangen, was ich auch geil fand, so wie so ein Trüffelschwein. So, hat sich hier noch einer versteckt oder was? Raus mit dir. Und dann saß halt der eine Dude da drin und hat ihm das nochmal gesagt, so hier dein Kollege und so. Und der hat halt gesagt, nee, ist nicht, alle raus. Und er hat sich halt dann so ein bisschen dagegen gewehrt, so, also einfach körperlich hat sich halt nicht so rumschubsen lassen und hatte gerade eine Bandscheiben-OP hinter sich. Oh, fuck. Und dann hat der ihn halt so gedrückt am Rücken, was ihm wehtat, deswegen hat er sich wieder noch mehr gewehrt und auf einmal sitzen halt so 3 Leute auf dem drauf, so Klassiker, Arme auf dem Rücken, Knie im Nacken und so. Der Typ hat geschrien am Spieß natürlich, gerade vor, keine Ahnung, 4 Wochen am Rücken operiert. Dann sind halt so 2 Leute von uns dahin und haben halt gesagt, so, Alter, was geht ab? Der hat offensichtlich Schmerzen und niemand tut was dagegen gerade, dass ihr den mitnehmt, meinetwegen, aber macht einfach nicht seinen Rücken kaputt. Dann haben sie Pfefferspray gegen einen eingesetzt. Dann sind so 3 Leute halt einkassiert worden von denen. Und die haben dann so, haben die sich in so einem Kreis, in so einem Halbkreis vor die Haustür gestellt und sind dann so ausgeschwärmt, Alter, um uns ab wegzutreiben. Das war halt wirklich richtig krass und wir haben halt standen so schön mit den wir standen halt auch und dachten so, ey, what the fuck, okay, ja, wir waren laut und wir sind sehr besoffen, aber ey, wir haben uns jetzt schon ein Taxi bestellt, das in den Club fährt. Lass uns einfach warten, das war dann noch irrsinniger. Dann kam das Taxi von der anderen Seite. Und wir so, ja, da ist das Taxi, wir steigen da jetzt ein und hauen ab. Und die so, nee, kommt hier nicht mehr durch. Hä? Taxi war angerufen und gesagt, sorry, aber ihr Taxi muss einmal außenrum, weil die Polizei lässt es nicht durch. Und das war halt, das war so mega weird. Ich hatte das dann auch nämlich mit einem Polizisten, der dann, ich habe natürlich gepöbelt so, klar. Ja, weil ich meine, so ganz ehrlich, das ist einfach Kacke, was ihr hier gerade macht. Ihr bringt nur die Aggression rein. Und hat der irgendwann gesagt, so können wir uns mal kurz wie erwachsene Menschen unterhalten? Und ich so, klar. Und er hat dann halt gesagt, so ja, pass auf, Grusche und bla, 3-mal gerufen, hat mir das alles erzählt, so 5 Minuten habe ich mir erst angehört und hab gesagt, ja, das sehe ich ja auch alles ein. Aber wie ihr das hier gerade macht, ist doch scheiße. Von uns tut hier keiner was. Wir stehen hier einfach, trinken unseren Korn und wollen auch nicht, dass hier gerade unsere Freunde jetzt von euch mitgenommen werden für nichts. Und da hat er dann einfach so durch mich durchgeguckt, so leer. Und hat einfach nicht reagiert. Und dann habe ich natürlich gesagt, ach so, okay, ist das, wie erwachsene Menschen reden, bezieht sich nur auf meine Seite oder was, du Assi? Und dann hat er direkt mitgenommen. Der hat kein Wort gesagt, einfach nur so gepackt, mich rumgedreht, so Richtung Auto geführt.
Und dann meinte er auf dem Weg noch so, ja, willst du jetzt mit? Ich so, nee, würde ich jetzt auch lieber ein Glas Eiter trinken. Und dann hat er mich wieder 180 Grad gedreht und weggeschubst und hat gesagt, dann verpiss dich jetzt hier. Da dachte ich so, ey, cool, ja, ihr macht das echt gut, Polizei, mein Freund, ja, und Helfer. Ja, aber die Sicht einer besoffenen Handballgruppe, ja, ja, ist natürlich vielleicht auch noch nicht die reale, ne? Ganz also, neutrale. Naja, natürlich, aber dann kommt noch dazu, die drei Leute haben natürlich alle eine Anzeige gekriegt. Wer eine Anzeige gekriegt? Die drei Leute, die einkassiert haben. Ach so, Polizei, ich dachte, ihr hättet genau jetzt denen eine Anzeige. Und da war es halt auch so, die mussten alle echt ordentlich Geld abdrücken. Wofür? Ja, für Widerstand gegen die Staatsgewalt oder wie, okay, es dann heißt. Mhm. Und bei dem einen haben sie dann auch noch gesagt, er hätte irgendwie ein Glas erhoben und wollte einen Polizisten angreifen, wo dann natürlich alle gesagt haben, so, ey Jungs, ihr habt gesagt, wir dürfen keine Gläser mit rausnehmen und habt das kontrolliert, so. Dann, er hatte kein Glas. Und da war dann halt so das Klassische, was man immer wieder hört. Dann haben natürlich haben das alle 10 Polizisten gesehen, dass er dieses Glas in der Hand hatte. Und dann haben Leute von uns ausgesagt. Und es war dann immer so, erst haben die ganze Geschichte erzählt und dann hat der Richter so gefragt, ja, wie viel haben Sie denn getrunken? Oh, so eine Flasche Korn. Alles klar. Ciao. Ganz halt, das finde ich eigentlich das Schlimmste an diesem ganzen Polizeiapparat. Dass der sich selber kontrolliert, ja, ja, das ist halt das Dümmste, was es auf der Welt gibt. Das funktioniert nirgendwo. Es gibt eine Gewerkschaft, naja, der Polizei. Also ja, und wie gut klappt das so? Es kritisieren aber tatsächlich auch die UNO oder sowas und ja, EU und so, dass es in Deutschland so ist, dass, dass man quasi, wenn du was mit einem Problem mit der Polizei hast, musst du zur Polizei gehen. Ja. Das funktioniert halt ungefähr genauso gut, wie die FIFA sich selber kontrolliert, naja, und Korruption bekämpfen will. Ja, aber ich finde es jetzt ganz gut. Also hat man ja G20 gesehen, dass die laufen ja jetzt auch immer mit Kamerateam rum. Ja, ja. Ja, eine Freundin von mir hat Jura studiert und die hat in der Kanzlei gearbeitet und musste auch so einen Fall, wo irgendwie, das ist halt immer dasselbe, wenn ein Typ die Polizei anzeigt, gibt es automatisch eine Gegenanzeige, was ich auch schon nice finde. Es ist wirklich automatisch, zeigen die dann denen an. Mhm. Und da hat sie dann das Videomaterial von so einer Kamera bekommen. Und? Und hat halt gedacht, so hat das dann irgendwie ihrem dem Anwalt... Der Kamera der Polizei jetzt, genau, oder was? Okay. Das hat sie halt angefordert und dann hat sie es bekommen und hat sich gedacht, yes, jetzt habe ich hier den größten Skandal, weil der Typ, die haben dem halt einfach die Fresse poliert, so, die haben dem einfach das Nasenbein gebrochen. Und sie hat gedacht, geil, ey, ich bin noch hier in meinem Jurastudium, habe ich jetzt hier den größten Polizeiskandal. Und es ist halt, du siehst, wie die Leute auf den zugehen, wie noch so diese Bewegung kommt und dann geht die Kamera in den Himmel. Und dann siehst du nichts mehr. Und dann geht die Kamera nach 30 Sekunden wieder runter und dann liegt er da und blutet. Ah, ja, okay. Und dann geht sie damit ja, so zu ihrem Anwalt und meint so, oh, guck dir das mal an, das ist ja auch ein Skandal, so, dass sie da gerade wegfilmen und so. Und er so, ja, es wundert mich, dass wir überhaupt das Band bekommen haben. Mhm. Er hat gesagt, es läuft immer so ab, immer. Jeder Demonstrant, der die Polizei anzeigt, kriegt erstens eine Gegenanzeige, verliert auf jeden Fall und auf den Bändern ist nie was zu sehen. Mhm. Also mittlerweile wird ja auch viel gefilmt von anderen. Also genau, das ist ja das auch so ein bisschen. Ja, genau, dadurch, dass jeder eine Kamera immer am Start hat, ist das ja auch so ein bisschen die Gegenmaßnahme. Ja, aber das ist doch das. Bestimmte sieht man. Winkel sehen halt. Also ich meine, es gibt so ein paar Videos, wo das immer so aussieht, als würde der Demonstrant gerade oder was weiß ich, dem Bullen auf die Fresse hauen oder so. Dann gibt es aber von der anderen Seite, wo man sieht, dass er halt erst eine reingekriegt hat und sich nur irgendwie losreißt oder sowas. Ja, ja, ja. Das wissen wir ja gerade besonders gut, wie man durch Schnitt und irgendwelche richtigen Veränderungen Menschen anders darstellen kann. Ja. Ich glaube, es ist auch gar keine Frage, dass es Polizeigewalt gibt. Also natürlich gibt es, und auch gerade bei G20 gab es viele Fälle von Polizeigewalt überzogen, ich finde, Härte und so weiter. Es ist überhaupt keine Frage, dass es bei der Polizei Idioten gibt, die ihren Job nicht ausführen können. Ja. Das ist ja bei der Summe an Leuten, die da sind, einfach nur vollkommen klar, dass da einer von das irgendwie... Was mich da einfach nur nervt, auch so in der Rückbetrachtung, so war ja auch viel in der Presse, dass halt genau das halt super viele Leute gesagt haben, so, ja, es gibt ja, natürlich gibt es mega viele Idioten bei der Polizei, die da und da und da falsch reagiert haben, aber es gibt ja auch mega viele Idioten auf der anderen Seite und so. Das Problem, das ich nur habe, ist, dass wir das auf eine Ebene stellen. So, weil das eine sind Idioten, die Demonstranten sind und einfach Bock auf Prügeln oder so haben. Das andere ist eine staatliche Institution, die ausgebildet sind, die auf solche Sachen auch vorbereitet sind. Ja, und wenn wir an die nicht einen höheren Standard als an prügelnde Vollidioten, die einfach auf die Straße gehen haben,
dann finde ich, sind wir in einer ganz, ganz schwierigen Position. Und das wurde halt super viel gemacht, dass man gesagt hat, ja klar, haut der zu, aber der haut doch auch zu. Aber der, das ist sein fucking Job, da richtig zu reagieren. Und der andere ist einfach ein Vollidiot. Ja, gut, ja, man muss aber ein bisschen sagen, Menschlichkeit den Leuten auch. Und du kannst nicht sagen, dass jeder Polizist, der da steht, jetzt ein Ausgebildeter für sowas ist. Dafür müsste es eigentlich viel mehr Sonder sonst was geben. Das waren ja nicht alles SEK-Leute. Wenn du ja, trotzdem muss ich da einen anderen Standard auch an normalen Streifenpolizisten haben. Du bist die ganze Zeit in einer Kriegssituation, wo Leute vor dir ständig bewerfen. Also die Polizei geht ja jetzt nicht los. Klar ballert die da mal, so, damit die Leute abhauen, da mal mit Wasser rein und vielleicht sogar auch mal mit, was weiß ich, Rauch oder Tränenzeug. Aber die gehen nicht los und sagen, ey, guck mal, da stehen die Demonstranten, wir ballern die jetzt weg oder bewerfen die mit Scheiße, sondern sie sind immer in der defensiven Position und jetzt stehst du da mit 30 Leuten gegenüber von 100 Leuten. Und ja, aber gerade bei G20 war es auch oft andersrum. So bei der Welcome to Hell Demo haben die Leute einfach da eingekesselt, dann den schwarzen Block separiert und dann in die anderen Reihen geprügelt. So, da war nicht irgendwie in der Defensive. Da gab es aber auch klare Startbedingungen, die nicht eingehalten wurden. Da wurde mehrfach gesagt, was sie bitte zu machen haben. Und wenn mir zehnmal die Staatsmacht, die Exekutive sagt, so ein wir sind hier. Ja, und wenn die gesagt hätten, bitte schneid den Arm ab, sonst geht es nicht. Es ist Ausnahmezustand. Die Polizei steht ja nicht, du gehst so zur Arbeit und dann steht da ein Polizist, zieh die Hose aus. Und du sagst, okay, klar. Genau so sagst du es doch aber gerade. Ja, aber du gehst in ein Krisengebiet, wo du weißt, dass andere Gesetze, das wurde vorher gesagt und das weißt du, dass andere Gesetze, das weißt du, weil du eine Woche schon einen Helikopter hörst, weil ja, du gut, alles aber, deswegen kann man wieder sagen, okay, ich bringe vielleicht den Widerstand, um halt zu zeigen, dass ich auf die Straße gehe, obwohl ihr hier in der Großstadt sowas wie ein G20 veranstaltet. Ich muss ja nicht sofort pushen, ja, aber dann darf ich nicht sagen, oh, ich habe mich der Staatsmacht widersetzt, jetzt hauen die mich. Genau, ja, aber das Ding ist, du wirst ja dann in die Leute reingeprügelt, die vorne das Plakat gehalten haben. Warum? Warum muss man soll die sich die längsten Arme der Welt wachsen lassen und in die Mitte hauen? Wäre eine Idee. Ich hätte ja den Fuscher gar nicht hauen, wenn da von der Seite keine Aggression kommt, vielleicht einfach gar nicht hauen. Das wäre mein Vorschlag an dieser Stelle. Aber ich sag mal, wenn die was auflösen wollen, ist es natürlich nicht ohne vielleicht ein bisschen Schubsen und das natürlich. Ein bisschen Schubsen mit so einem Schlagstock am Arm und so, ich schubse so. Ja, aber das ist also oft ich glaube, dass wir hier gerade Standpunkte diskutieren, die super subjektiv sind, weil keiner von uns wart ihr direkt da? Habt ihr die Aufnahme gesehen? Also Ben war da. Ich war da und ich habe auch aufs Maul bekommen von denen. Also, wo standest du denn? Das Ding ist, ich war ja zuerst auf dem Schulterblatt, wo nichts passiert ist, wo die Polizei nicht eingegriffen hat. Und wir sind dann später eigentlich rausgegangen an den Pferdemarkt Richtung St. Pauli runter. Genau, das da war so Wurbelstraße, die Ecke, also da, wo die Corner ist. Ja, wo eigentlich, sag ich mal, es nicht so extrem eskaliert hat. Und da standen wir halt schon so, um den Abend ausklingen zu lassen und haben noch irgendwie noch ein Bier getrunken oder so. Und da haben sie dann entschieden, dass sie den Stadtteil jetzt, ich meine, das kann gute Gründe haben. Ich will auch überhaupt jetzt nicht der Polizei was vorwerfen oder sowas. Wie Hannes auch sagt, wenn ich nicht aufs Maul bekommen hätte wollen, hätte ich darauf hören können, dass sie sagen, ey, geht nicht dahin, da sind harte Maßnahmen zu erwarten. So, deswegen ist es kein Vorwurf. Aber sie haben halt schon mit ziemlicher Härte, sag ich mal, den Stadtteil dicht gemacht und haben halt wirklich auch die Leute, sag ich mal, wie Vieh da durchgetrieben. So, und, die Zerstörung in der Schanze zeigt ja aber, dass man da als Schaulustiger einfach nichts verloren hat. Ich mache keinen Vorwurf, ich will nur sagen, dass die Art und Weise, was Hannes sagt, was ich halt immer bis zu den Zeiten auch gedacht habe, dass du eine Ansage bekommst, wenn du nicht drauf hörst, kriegst du halt aufs Maul, so, weil du halt nicht drauf hörst. So. Die sitzen am längeren Hebel, sind das Gesetz, ist vollkommen klar, das verstehe ich so. In dem Fall war es aber so, dass sie wirklich zuerst geprügelt haben, bevor sie was gesagt haben. Und das, was sie gesagt haben, war nur, verpisst euch, ihr Arschlöcher. Während ich eigentlich schon auf dem Boden lag und meinen Schuh verloren habe. Und ich wollte den Schuh aufheben und dann haben die mir nochmal einen Nacken geprügelt. So. Wo ich ja dachte, ey, sagt mir einfach, dass ich mich verpissen soll. Ich gehe schon weg, weißt du. Und das fand ich schon, ich kann es verstehen, weil das halt eine Menge Frustration, denke ich mal, auf der Polizeiseite ist, wenn ich wenig Schlaf, wenn ich mich in die Position von ihnen versetze, dass du den ganzen Tag lang vor einer Meute stehst, die halt nur fordern, dass du am Geigen hängen sollst und brennen sollst, während du mit Flaschen geworfen wirst, würde ich irgendwann vielleicht auch so durchgreifen und vielleicht auch so ein bisschen Scheuklappen bekommen und sagen, ich schere jetzt jeden über einen Kamm. Da muss man auf der anderen Seite wieder sagen, was Flo sagt, dass es dann eigentlich ACAB von der anderen Seite wiederum ist. So, ist das von der Organisation her auch ein Problem, weil bei uns haben die ja teilweise Zuflucht einfach im Haus mittlerweile dann gesucht, auch gehabt und so. Du hast die ganze Zeit diesen Helm auf, du hast 60 Kilo Gewicht drauf, du kriegst kein Wasser.
Wasser einfach. Mhm. Die haben bei uns im Haus zum ersten Mal Wasser gekriegt. Du kriegst nicht mal Wasser zum Trinken. Du pennst wie der letzte Penner halt. Ja, Daniel, fehlt es definitiv nicht an Empathie. Ich will eigentlich nur sagen, weil wir das Thema gerade hatten, dass es halt nicht immer so ist, dass man sagen kann, ey, das ist die Ansage, was nicht passiert und so. Und ich war ein bisschen überrascht. Nicht, dass ich überrascht war, aufs Maul zu bekommen und so. Ich war auf der Ecke, ich habe das selber verbockt und so, dass ich das gekriegt habe. Aber die Art und Weise, wie das da gemacht wurde, an der Stelle, wo halt wirklich keine Eskalation zu der Zeit war, fand ich schon überraschend. Also nicht, dass ich jetzt sage, so, dass ich irgendwo geläutert bin oder halt irgendwo jetzt sagen würde, die Polizei sind halt Schweine. Aber wie gesagt, es gibt halt auch bei der Summe an Polizisten, die es gibt, immer Leute, die halt auch vielleicht ein bisschen austeilen wollen. Beim Kanzlerduell erst gehört, dass du nur Polizist werden kannst, wenn du Abitur hast. Das wusste ich gar nicht. Ja, merkt man auch nicht. Ja, wenn ich überlege, wie ich mein Abitur bekommen habe, weiß ich bei mir auch nicht. Das war mir neu. Ja, und da war im Nachgang kam doch auch raus, dass die einfach auch Ansagen missachtet haben, dass gesagt wurde, dass sie nicht dieses krasse Tränengas benutzen dürfen, dieses, was so meterweit sprüht. Das hat irgendwie irgendein Polizeichef hat halt gesagt, das wird in Hamburg nicht eingesetzt und die haben einfach drauf geschissen und es trotzdem gemacht. Das fand ich auch heftig. Das habe ich auch in erster Hand miterlebt. Also das Tränengas. Das ist krass. Ja, das haben die eigentlich die ganze Zeit ins Schulterblatt geblasen und so. Also ich glaube nicht, dass das völlig übertrieben war. Das war schon gerechtfertigt, weil die Leute halt irgendwie, die haben mir die Stadtratstationen rausgerissen. Die haben ja teilweise von den Restaurants diese 3 Meter langen Sonnenregenschirme genommen und sind dann mit vorne so zu den Polizisten hingelaufen. Und so. Und ich dachte, okay, da würde ich auch vielleicht irgendwann Tränengas reinballern. Du kannst nicht die ganze Zeit da nur stehen und dir das gefallen lassen. So. Also alles cool, aber ich habe das erste Mal in meinem Leben Tränengas bekommen. Ich dachte, das ist echt krass, weil du halt wirklich voll so im Arsch. Tränengas ist was anderes als Reizgas? Ja, das eine kriegst du ins Gesicht gesprüht und das andere ist halt einfach in der Luft. Okay. Oder? Also, ja, ich weiß es nicht. Oder ob Tränengas eine Form von Reizgas ist oder ob wir einfach wieder Begriffe haben. Vielleicht geht Reizgas auf die Atemwege und Tränengas auf die Augen. Ich habe es halt mal in die Fresse gekriegt. Und wie war das so für dich? Es war von anderen Menschen, also nicht von der Polizei. Ey, warum aufzugreifen, was du gerade noch gesagt hast mit der. Achso, sorry, jetzt habe ich dich so rabiat. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, dass Reizgas ziemlich mieser Shit ist. Ja, ist es. Und du wolltest auch was sagen? Ja, ich wollte vorhin noch sagen, klar, es gibt überzogene Polizeigewalt, aber es ist immer super schwierig, sowas zu bewerten, weil auch ein normaler Polizeieinsatz quasi teilweise sehr gewalttätig rüberkommen kann. So wenn zum Beispiel irgendwie sich 5 Leute auf einen Typen stürzen und den halt richtig so packen, dann sieht es halt immer so übertrieben gewalttätig aus. Ist aber im Endeffekt, wenn du dich hineinversetzen musst, die sind auch teilweise verantwortlich für ihre Kollegen. Und wenn da so ein Typ ist, der, du weißt ja nicht, ob der irgendwie total gleich durchtickt und irgendwie ein Messer zieht und so. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest den nicht mit aller Gewalt am Boden und vielleicht sogar noch ein paar Nierenschläge geben, damit er halt außer Gefecht ist, damit er halt nicht mehr angreift. Dann stell dir vor, du machst es nicht und im nächsten Moment zückt er das Messer und sticht deine Kollegin oder so ab. Dann bist du dafür verantwortlich. Und mit diesem Gefühl gehen die Polizisten halt auch in jeden Fall. Was bei denen, glaube ich, auch fast noch schlimmer ist für solche Einsatzkräfte, ein Ex-Kollege von uns, kennt viele Leute, die tatsächlich in so Sondereinsatzkommandos und so sind, die halt auch sagen, so, du bist für alle verantwortlich. Ja. Und bei denen ist es auch so, die wissen natürlich auch, Jochen ist einfach ein Idiot. Und Jochen ist der Typ, der eigentlich auch nur hier ist, weil er Bock auf Prügeln hat. Und wir finden das auch alles scheiße, aber du wirst ihn halt nicht los, kriegst ihn nicht raus oder so. Oder zum Teil haben sie halt auch gesagt, sie müssen selber einfach damit leben, weil sie zu wenig Leute haben, weil es will halt auch keiner zur Polizei, es hat keiner Bock, die Scheiße zu machen und deswegen müssen sie einfach damit leben, dass sie 5 Vollidioten-Kollegen in ihrem Kader haben. Und da ist es dann auch so, das sieht man auch immer wieder auf so Videos, wenn man mal, wenn man sich so Videos anguckt, wo Polizisten falsch reagieren, dass dann so dieser Griff von hinten von einem Kollegen so an den Nacken kommt und die den wegziehen. Und dass das für die ist halt fast noch gefährlicher, weil wenn die wissen, der Typ tickt jetzt aus und macht was Falsches, dann sprengt das irgendwie die ganze Formation so. Die sind angreifbar, er ist mega angreifbar, die müssen dahin, um ihn zu schützen. Ja, ja. Und das macht das Ganze für die halt dann wiederum viel gefährlicher, was es noch schlimmer macht als dieses, ich muss die vor den anderen beschützen, sondern mehr, wir müssen uns auch vor dem Idioten schützen, der in unserer eigenen Reihe ist, auf den auch die alle keinen Bock haben. So. Ich habe auch einen Kumpel, der Polizist ist und der hat mal von einem Einsatz erzählt, wo sie auch irgendjemanden verhaftet haben, aber dann im ersten Moment eben nicht hart genug durchgegriffen haben, beziehungsweise er hat dann irgendwie sich hinterher voll die Vorwürfe gemacht, weil seine Kollegin wurde dann irgendwie gewürgt und so und es hätte vielleicht noch 30 Sekunden gedauert und die wäre halt vielleicht gestorben oder sowas.
Und da hat er sich halt im Nachhinein total die Vorwürfe gemacht, warum er nicht härter durchgegriffen hat. Und diese Situation muss halt immer... Menschen getötet. Ja, es klingt halt dumm, aber du musst immer damit rechnen, dass der, mit dem du dich gerade anlegst, dass der dich tötet, sozusagen. Oder dass der dir wirklich Schaden zufügt. Und deswegen musst du so hart durchgreifen. Und deswegen verstehe ich es auch, dass sie dann, wenn sie euch 10-mal sagen, geht aus dem Haus, dass sie dich dann halt auch ordentlich zupacken und den Typen, der partout nicht gehen will, dass sie den halt auf den Boden legen und festnehmen. Da können sie auch keine Rücksicht drauf nehmen, dass er irgendwie gerade eine OP hatte. Dann hätte halt rausgehen sollen, wenn er gerade eine OP hatte. So. Naja, das wenn halt der andere Polizist ihm vorher, aber es ist jetzt ein Einzelfall. Ja, klar, das ist immer. Aber das, was du sagst, ich habe auch einen Freund, der Polizist ist, also ein guter Freund sogar, mit dem ich auch Abi gemacht habe, der hat echt kämpfen müssen, um überhaupt dahin zu kommen, weil er immer Polizist werden wollte. Und ich habe irgendwie durch ihn auch so ein bisschen gelernt, dass die Wahrnehmung einfach eine andere ist, wenn dein Job daraus besteht, dich immer mit den Problemen der Welt zu beschäftigen. Mhm. So. Du merkst auch, wie er, also er hat vorher ganz normal, was war er, Kaufmann, irgendwas Kaufmännisches gemacht und so. Und umso mehr er halt dann Polizist war, umso mehr hat er die Welt halt irgendwie durch die Augen von jemandem gesehen, der halt ständig mit Problemen und sowas sich beschäftigt den ganzen Tag über. Und auch so Sachen wie zum Beispiel, dass er ganz anderen Blick darauf hat, auf so Themen wie die Flüchtlingskrise und sowas. Das ist so, wo ich denke, er ist jetzt in meinen Augen kein Assi, auch wenn ich einen anderen Standpunkt zu dem Thema habe, aber er sieht es halt auch durch ganz andere Augen. So. Ja, ja. Und er erzählt auch so Geschichten und er hatte zum Beispiel so eine fette Wunde am Bauch, also so einen blauen Bluterguss mit so Bissspuren drin und so. Und ich dachte, wo kommt das denn her? So, mit so Bissspuren so und so. Und dann meinte so, ja, er musste halt jemanden, der nackt durch die Stadt gelaufen ist, musste er quasi zu Boden ringen und während er es gemacht hat, hat der ihm noch in den Bauch gebissen. So. Und dann war er so. Was für ein weirdes Fest. Ja, ich habe keine Ahnung. Er musste danach zum Arzt, musste sich alle möglichen Spritzen geben lassen, weil der halt auch Einwanderer war und man nicht genau wusste halt. Und ja, oh, klingt halt jetzt dumm. Kommen noch die Nazi-Geschichten raus. Nee, es ist ja einfach, wie es ist. Also, ja. Und wo ich dachte, ja, wenn ich sowas ständig erleben würde, und er hat hunderte solche ähnlichen Geschichten erzählt. So, und das dann kombiniert, wo er sagt, so, er muss auch mal ein ganzes Wochenende nur irgendwo stehen, ich weiß, bei so einer Expo, bei so einer Veranstaltung, bei einer Messe irgendwo rumstehen, wo er nur gesagt kriegt, du bewachst diese Tür. Und der sitzt dann halt 2 komplette Tage lang, mit einem Kollegen steht er an der Tür und bewacht diese Tür und es passiert nichts. 2 Tage. Dein ganzes Wochenende besteht daraus, an dieser Tür zu stehen, in der Sonne, in Uniform und sowas. Ja. Und das kombiniert mit so plötzlichen Ausbrüchen, wo auf einmal irgendwie voll die Gefahr lauert. Ja, und so. Ja. Das ist ein sauschwieriger Job, glaube ich. Die haben eine ganz andere Lebensrealität und Alltag. So, wir hängen hier ab und mit coolen Leuten und es passiert halt nichts, wir haben halt nur Spaß. Und die werden halt jeden Tag irgendwie solchen Situationen ausgesetzt, irgendwie, wo es gefährlich werden kann oder irgendwie, keine Ahnung. Die haben halt, mein Kumpel hat auch erzählt, 95% aller Leute, die verhaften haben, sind Leute mit Migrationshintergrund. Und dass du dann mit so einem Alltag, man natürlich wenn du vielleicht zu der Frage kommen könnte, wo bedingt das eine das andere oder wie rum sieht's aus? Halten wir eher den Kollegen mit Migrationshintergrund an und fragen mal kurz? Oder? Ja, wo ist er im Einsatz und so weiter, was macht der und so Scheiß. Wenn ganz dünnes Eis, keine Ahnung, Drogenfahnder in sonst was ist, dann ist vielleicht die Wahrscheinlichkeit groß, dass, was weiß ich. Warum sind alle Drogen? Nein, ich war jetzt Drogenfahnder in Kambodscha oder sowas. Und dann so, alles keine Deutschen. Ich bin irgendwie nie ein Deutschen fest. Sind nur die Ausländer, die Drogen. Alter, du bist in Kambodscha. Ja, nicht, dass es jetzt so rüberkommt. Du musst natürlich dann die richtigen Schlüsse ziehen und sagen, okay, das ist halt vielleicht ein niedriger Bildungsstand und jetzt hat jetzt keinen rassistischen Grund und irgendwelchen Gendefekt oder so. Aber wenn du halt jeden Tag... auf der Zielgerade kommen wir aber nochmal dazu. Einfach wegen allen. Ja, alle Gruppen irgendwie abzufacken. Ja, und da musst du dann einfach lernen, das zu verstehen. Aber wir können darüber schön sprechen hier aus unserem Studio und die jeden Tag einfach damit zu tun haben. Klar, ich weiß, was du meinst. Deine Realität ist eine andere. Und dann kann man entweder sagen, okay, die haben eine verzerrte Realität oder wir. Oder es ist genau das Extreme, wenn wir sagen, genau, wir sind die funny Dudes, denen nie was Schlimmes passiert ist und sagen, wie kann man nur so gewalttätig sein gegenüber Leuten so und sagen, die machen doch nichts, ihr schlagt da irgendwie jetzt gerade die friedlichen Demonstranten oder sowas und ihre Welt sieht anders aus. Die sehen halt und sind ständig damit konfrontiert, wie Leute eskalieren, wie es halt wirklich sein kann, dass jemand ein Messer zuckt und sowas. Da frage ich mich dann halt, du hast das einmal gesagt, das ACAB, da haben wir auch drüber gesprochen, halt dieses ACAB-Ding. Ich kann ja sagen, okay, ich habe schon oft erlebt, dass die Polizei bla bla bla.
Es dauert aber zu lange, ist nicht griffig. Ich weiß, das geht nicht geil auf dem Shirt. Was für ein Shirt ist das? Lass uns dieses Shirt machen, wo echt so eine Abkürzung auf den Satz, den du gleich sagen brauchst, geht so über 13. Also ich kann ja viel Schlechtes erlebt haben mit der Polizei zum Beispiel auch. Keine Ahnung, dass es da Rechtsorientierte genug bestimmt gibt, die auch... Weißt du, so an bestimmten, lass es jetzt ein Marsch von irgendeiner Rechtsorganisation sein oder von der Links oder so, dass man merkt, okay, die Polizei positioniert sich. Und weil ich immer wieder, entweder bin ich rechts oder ich bin links, jetzt politisch extrem in eine, erlebe ich vielleicht genau den Gegenpol von dem, was ich, wofür ich einstehe. Ja. Aber dann zu sagen, ACAB ist halt dieses alle Polizisten. Ja, pauschalisieren ist immer dumm, aber das ist totaler Scheiße. Faschismus. Natürlich. Ja. Und dann, ich sehe Leute, die das tätowiert haben. Ja. Wo ich so denke, dein scheiß Fahrrad wird geklaut. Dann gehst du los so mit Hacke. Ich mach das selbst, Justiz, mach ich das. Oh, ja, meine Mutter wurde das im Autounfall querschnittsgelähmt. Das Argument hasse ich aber auch immer. Ich mich selbst drum, weil die Polizei sind alles Bastard. Bei 20 auch so oft gehört, wenn man sich drüber aufgeregt hat, wie die da und da vorgegangen sind, kommen immer, ja, aber wenn dein Auto geklaut wird, gehst du doch dahin. Ja, aber nur weil ich das brauche, darf ich nicht anprangern, was an dem Ding klar. falsch ist oder was? Was für ein Bullshit. Das aber ich weiß, als würde ich hier arbeiten und es heißt, ja, du kriegst doch hier deinen Lohn und dann darf ich nicht sagen, was man hier verbessern könnte oder was. Das ist halt total... Aber andersrum ist genauso pauschalisierend zu sagen. Man darf nicht sagen, die Polizei ist scheiße, weil wenn dein Fahrrad geklaut wird, gehst du mit einer Mistkabel. Was? Ja, nee. Ich würde nie sagen, alle Polizisten sind geil. Alle Polizisten sind cool. Ey, und das andere ist, alle Polizisten sind scheiße. Ja, pauschalisieren ist immer dumm. Das Polizeiorgan ist scheiße, oder? Ja. Ich mag die Organisation, die Polizei ist scheiße. Das kann man verstehen, so, aber du sagst ja gezielt, alle Polizisten, jeder einzelne Mensch ist ein Arschloch. Und ich finde das so ironisch, das finde ich genauso ironisch wie diese YOLO-verzweckte Vermummung, weil das eigentlich, du tätowierst dir was Faschistisches auf dem Arm, so, weil du sagst so, jeder, der das ist, ist ein Arschloch. Und sagst dann genauso, alle sind davon Arschlöcher. Ich finde wie gesagt, pauschalisieren ist immer dumm und ich habe auch Empathie für viele und kann mir vorstellen, wie es alles passiert. Ich finde es halt trotzdem kacke. So. Und gerade dieses Selbstkontrollierende, das ist das Allerschlimmste an dem ganzen System, weil es immer bei jedem fucking Prozess, den man mitkriegt, wo Leute die Polizei anzeigen, sagen erstmal alle Kollegen aus, der war cool. Und dann kommt auf einmal ein Handyvideo, wo man sieht, ach, der hat ihm doch auf die Fresse gehauen und dann sagen alle, ah, stimmt, also das meintest du auf die Fresse, ja, stimmt das. Ja, natürlich hast du da vollkommen recht. Ich meine, das sieht man ja nun auch vor allen Dingen dann, denke ich mal, beispielhaft in Amerika und so. Ich glaube, da ist natürlich in Deutschland, ist das alles noch ein bisschen seichter. Da wir hier aber auch nicht, glaube ich, mit so viel Schusswaffen, also ich glaube, die Amerikaner, die gehen auch auf viel dünnerem Eis, ja. Polizisten. Ja, ja. Aber, ich zum Beispiel hatte mal ein Zusammentreffen mit der Polizei, was nicht so gut für mich gelaufen ist. Ich kann die Geschichte ja gleich erzählen. Aber letztendlich, Jahre danach, ich muss auf jeden Fall Schmerzensgeld zahlen, aber ich muss Schmerzensgeld zahlen, weil ich seelische Schmerzen verursacht. Und Jahre danach wurde ich auf jeden Fall von der Gewerkschaft der Polizei und habe da nochmal sozusagen eine Aussage gemacht, weil denen das, was vorgefallen ist, nicht koscher war. Was intern, die haben mich total ausgefragt, wie ist das passiert, wer hat geschrieben, wie haben sie und mit wem hatten sie Kontakt und bla bla bla. Mhm. Die haben intern sozusagen ein Testverfahren, weil denen, ich will nur sagen, man kann nicht sagen, alles, was da passiert ist, wird verschwiegen, sondern da gibt es trotzdem eine Organisation, die auch einen Blick drauf hat. Aber letztendlich ist das auch alles im gleichen Preis. Was hast du denn gesagt zu dem Polizisten? Na, ich hab mit der Fußballmannschaft Weihnachtsfeuer gehabt. Da bewegst du mich die Sportler, die sich am Testosteron ist es wahrscheinlich der gemeinsame Nenner. Und ich bin dann in Bremen Richtung Bahnhof gegangen von einer Meile. Halt, das ist so der Sündenpool in Bremen, da ist schon ziemlich viel Scheiße passiert. Ich war also gut von fernab von Gut und Böse und bin über Rot über eine Straße gegangen und das ist eine große Kreuzung, ist das. Und auf einmal standen halt zwei jüngere Herrschaften vor mir in Uniform und sagten, ja, sie sind ja über Rot gegangen und ich war halt wirklich schon ziemlich voll. Und ich fing dann halt an, mit denen zu diskutieren und so und dann meinten die, ja, wir schreiben sie jetzt auf hier, ich glaube,
25 Euro oder so sind das für Rot. Und dann, das habe ich noch dabei und hab so, von oben herab habe ich die halt durchgehend so, ja, ihr habt doch nichts Besseres zu tun und so. Ich glaube, die waren noch so alt wie ich oder so, ein bisschen älter vielleicht, also lass mich, keine Ahnung, in meinen Mitte 20ern gewesen sein und die waren auch recht junge Anfänger oder sag ich mal, noch nicht so lange im Job. Und mir fiel dann Müll raus und so. Und der eine sagte dann, ja, ihnen ist der Müll aus der Tasche geflogen. Und dann meinte ich, ja, scheiß ich drauf und so. Und dann hat er mir noch einen Strafzettel für Littering, also für Müll wegschmeißen. Oh, nee. Ja, so war das aber auch ein Bitch. Deswegen ACAB. Die saßen die ganze Zeit wahrscheinlich in ihrem Wagen drin und haben sich gelangweilt. Und dann kam ich da so um. Oh, endlich passiert was. Und dann habe ich die halt auch noch aufs Übelste beschimpft. Was genau du gesagt hast, das will ich schon noch gerne wissen. Das hören wir nach der Werbung. Bis gleich. Da sind wir wieder zum Almost Daily mit dem Thema Polizei und Hannes wollte uns noch ein Schimpfwort sagen, wofür er bis heute Schmerzensgeld zahlen muss. Also das Ding war, ich kam dann natürlich heile nach Hause und so, die haben mich nicht eingesackt und alles. Und ich dachte, es wäre gegessen, weil ich so breit war, dass ich nächsten Tag nicht mehr so richtig den Hergang wusste. So. Ich weiß noch, ich hatte mich mit der Polizei ein bisschen in die Haare, aber alles gut. Und dann kam so zwei Wochen später oder so halt diese Rechnung für Überrot und Littering. Wie heißt das denn? Umwelt? Umweltverschmutzung, Umweltkatastrophe. Wieso fällt dir denn Littering ein überhaupt? Weil in America was and there was is always on the sign. No Littering, ja. No Littering, ja. Mr. Kersting. So, und dann dachte ich so, ja, okay, 45 Euro, stimmt, ja, da kam mir das wieder in den Kopf. Und dann wiederum, einen Monat später oder so, kam dann halt so dieser Brief mit wegen Körperverletzung, bla bla bla. Und ich dachte halt, was zur Hölle? Und hab sofort mit einem bekannten Anwalt. Achso, und in dem Text. Das finde ich auch geil, dass das in dem Text immer in Zitate. Ja. Zitate. Das habe ich auch schon. Fast schon in Rente gegangenen Polizisten, den ich persönlich gut kannte, musste ich das zeigen, weil ich ihm das Schreiben gezeigt habe und er hat ihm meine Stimmfort. Und von meiner Mutter ein Freund, der Anwalt war. Und dann hatte ich immer so, bitte nicht meinen Eltern. Ja, also das F-Wort mit Otze und da hinten noch ein Kopf dran und ihr beiden fummelt doch eh nur im Auto rum. Du Fotzenkopf, sagt er zur Polizei. Ja, und ich hab die halt nur runter gemacht. Guckt euch mal an, ey, ihr beiden, alle, wie alt seid ihr? 18 und so, hängt hier rum und oh, ihr habt doch nichts zu tun und so. Ich hab schon abgestellt hier und so. Ich hab halt von oben herab und dabei haben die sich ins Fäustchen gelacht. Aber dass man natürlich dafür dann, sage ich jetzt, ich kam da auch nicht raus. Also ich hab's letztendlich dann abgestottert. Und dass das Körperverletzung ist und nicht Beamte, ist nicht einfach nur Beamte. Ja, Beleidigung gibt es nicht. Es gibt einfach nur Beleidigung. Das ist nicht schlimmer, als wenn ich dich beleidige. Okay. Mhm. Aber das finde ich jetzt auch immer so albern, weil nur die nutzen das halt natürlich aus, so, dass sie dann sagen, so okay, der Spacken geht mir eh auf den Sack, jetzt würge ich ihm dafür nochmal eine rein. Aber mich würde mal interessieren, ob das jemals jemand gemacht hat und da hingegangen ist und gesagt, hallo, ich möchte Anzeige gegen Lars-Erik Paulsen erstatten. Er hat gesagt, ich sei eine Fotze. Und da hört der Spaß nun mal auf. Das Ding ist, tut mir seelisch weh. Mit dem fast berenteten Freund oder wie auch immer. Ne? Freund. Ja, mir fällt gerade das Wort nicht an. Wie nennt man das denn? Sexpartner. Lebensabschnittsgefährte. Der hat mir auch gesagt, ja, sowas für einen Polizisten, der lange im Job ist oder 5 Jahre auf der Straße arbeitet. Ey, das geht hier rein, da raus. Wenn du Bock hast, sagst du hier Ausnüchterungszelle. So nimmst den mit und gibst den einen Stempel. Aber mit sowas da ankommen und Beamtenbeleidigung oder zu sagen, ich bin seelisch verletzt, ich brauche eine Körperverletzung, ich will dafür Geld einklagen. Er meint das, aber auf Gesetzesseite ist es möglich. Und da das so relativ junge Polizisten waren, Beamte, ja, aber ich finde, haben die, glaube ich, einfach
beide gesagt, komm, du bist mein Zeuge, ich bin dein Zeuge. Ja, aber dann kann man den doch auch Bad Character unterstellen, oder nicht? Ja, weil ich meine, du warst offensichtlich betrunken, du warst angepisst, weil sie ja wirklich den Betrunkenen anscheinend auch drangsaliert haben und so. Also, wenn man es objektiv betrachtet, so wie du es muss man ja sagen, ey, da ist eine miese Nummer, auf jeden Fall. Ja. Allein schon der Strafzettel für hier Müllentsorgung ist schon Bitch-Move. Ja, ja. Zu sagen, dir ist jetzt dein Taschentuch und dein Snickers-Papier da rausgefallen, das kostet 20 Euro. Ja, du hast vollkommen so recht, aber ich sag mal, setz uns beide, vielleicht jetzt, lass uns keine Polizisten sein, lass uns Türsteher sein. Lass uns beide vorm Club stehen und keiner kommt an dem Scheißabend oder läuft richtig kacke und auf einmal kommt die vollste Person, so ein kleiner Hämpfling und labert uns beide richtig zu. Ja. Und hau ich aufs spuckt Maul. Uns auf die Schuhe und sonst was. So. Ey, dann sagen wir auch irgendwann, ey, come on, so, bam. Du, weißt du, so, da kann ich auch sagen, so, ich kann das dann teilweise, aber ey, es ist gesagt, schwach, es ist menschlich schwach, man muss eigentlich drüber stehen und sagen, was für ein armes Würstchen, lass den mal gehen, aber wenn dir langweilig ist, du zu zweit und du denkst, was nimmt der sich raus, was ist das für ein Idiot, wer nicht hören will, muss spüren. Wie gesagt, aber dann eher auch Ausnüchterungszelle in meinen Augen eine sinnvollere Maßnahme, da hast du mehr von, als irgendwie die Kohle abzustottern. Vor allem Ausnüchterungszelle ist auch richtig teuer. Das ist richtig. Muss man die zahlen. Selber zahlen? Ja, das kostet so eine Nacht. Das kostet, wenn die Hotelplätze mal voll sind in der Stadt. Ein Kumpel von mir hatte das, der war so granatenvoll, der hatte, keine Ahnung, über 3 Promille wohl. Er ist einfach besoffen auf den Eisenbahnschienen in Rendsburg rumgelaufen alleine. Und dann hat die Polizei den halt eingesagt und in die Ausnüchterungszelle und dann hat die Rechnung gekriegt. Das sind, müsste ich jetzt lügen, aber es sind echt über 100 Euro, glaube ich, wo man echt sich lieber ein Hotelzimmer hätte nehmen können. Ja, aber ich dachte, wäre geil, wenn es billiger als ein Hotelzimmer. War es wahrscheinlich früher auch. Ja. Ja. Nee, es ist echt super teuer. Hat die Gewerkschaft jetzt irgendwas Verändertes festgestellt? Oder wie ist das jetzt verlaufen? Das sind so interne Sachen. Ich weiß nicht, wie ich nenne ja keine Namen. Also im Sinne von, du hattest ja einen Betrag, den du zahlen musstest, hat die Gewerkschaft festgestellt, ist nicht ganz so berechtigt, weil die sich gegenseitig bezahlt. Ja, das Problem war, das war wirklich jetzt Ewigkeiten danach und ich hatte, glaube ich, keinerlei Dokumente außer das eine. Und das war alles Gedächtnisprotokoll und so. Und er meinte, ja, wenn sich irgendwas tut, dann melden die sich. Aber seitdem haben die sich nicht gemeldet. Nee, nicht. Ja. Aber dazu, also wie gesagt, das sind auch alles nur Menschen und ich kann es alles nachvollziehen, aber ich finde, wenn du den Job wählst, dann musst du halt das können, da drüber zu stehen. Psychologische Betreuung und also genau. Aber ich sag halt, weißt du, 9 von 10 mindestens können das, ne? Wir reden halt immer, wie oft sind aber der eine Kontakt geht mir auch so hart auf den Sack, wir können die 4 Stunden über den aufregen. Aber wenn ich mal so in der Summe drüber nachdenke, ne? Wie oft bin ich ein Polizist mit Kontakt in Kontakt gewesen und wie oft war das eher von der positiven Erfahrung her oder der negative? Da muss ich schon deutlich sagen, das ist in den meisten Fällen eher eine positive Sache. Muss ich auch die negativen, die bleiben einem eher im Kopf haften vielleicht irgendwie. Einfach wie super so oft, wenig mit Polizei zu tun. Ich halte mich einfach fern von Arschlöchern deswegen. Och, du liebes Nee, ich muss auch sagen, ich größtenteils, ich habe schon coole Sachen gehabt, wo wir eigentlich auch Scheiße gebaut hatten und so und die gesagt haben, Mensch, Jungs, alle, jetzt schnell. Ja, total. Zack, zack, so, klappt auf den Arsch und so. Ja, gerade die Polizisten St. Pauli, die waren immer super nett, ey, muss man einfach mal so sagen. Ich habe da ja jetzt 8 Jahre gewohnt und die haben eigentlich immer über, wie du schon sagst, da drüber gestanden. Die haben da über so kleine Delikte oder so sind denen gar nicht nachgegangen und waren halt immer immer freundlich und nett und so. Und dann war ich ja auch ein paar Mal in Kontakt, auch nicht auf der super guten Seite immer. Und die waren immer, sag ich mal, nett und freundlich. Und auch, wie soll man sagen, wie nennt man das Wort, wenn jemand einem verzeiht? Nachtragend. Ja, oder die haben gesehen, okay, ey, besoffener Dude, so, hat Scheiße gemacht und so. Okay. Ja, deswegen, das hat mich auch so geärgert bei der ganzen Debatte so bei G20, dass man irgendwie das Gefühl hatte, man müsste sich auf eine Seite schlagen. Und dann heißt es ja, nur die Demonstranten sind schuld oder nur die Polizei ist schuld. Aber natürlich ist es immer irgendwie so ein Zwischending. Natürlich gibt es auf beiden Seiten irgendwie Deppen. Und da sind wir wieder, auf der einen Seite akzeptiere ich die aber mehr als auf der anderen. Ich weiß, was du meinst, aber ich hasse dich. Ich verstehe aber auch, was Flo sagt. Also wir sind die heute, die ich verstehe, aber auch Runde. Ja, kommt mir so ein bisschen so vor. Aber ich hatte echt, also als mir gesagt wurde, ich soll in diese Runde gehen, dachte ich so, boah, hab ich jetzt einen Bock, nach so einem chilligen Tag mir jetzt so ein ganzes... chilligen Tag? Auch die feine Frau, Game-2-Moderatorin. Ey, brauchen wir jetzt gerade
Come to money. Hä, wieso werde ich jetzt bepöbelt? Bin ich Polizei oder was? So, und worauf, du hast es Schiss, dass es hier so extrem wird? Ja, ich bin überrascht, dass jetzt scheinbar so viel Zeit vergangen ist und dass hier so schön reflektiert doch mit dem Thema umgegangen wurde, anstatt hier gebashed zu haben. Aber apropos Bashe, wisst ihr, wen ich scheiße finde, wer eigentlich fast wie die Polizei ist? Das Wachpersonal in U-Bahnen und S-Bahnen. Nächste Folge. Sowas ja nicht. Berliner U-Bahn-Security, wie heißen die Leute? Ne, die vom, ja, wahrscheinlich so. Genau, ja, die Dudes, denen wird oft nachgesagt, dass die auch eher vom Schlag Bad Character sind. Ich glaube, so vielleicht mehr als bei der Polizei sogar. Das hat einfach was mit Macht zu tun. Ja, ja, ey, das glaube ich definitiv. Und das glaube ich, also Security-Berufe und so ist ja quasi Polizei, nur für Leute, die es nicht zur Polizei geschafft haben, wofür es Gründe gibt. Auch nicht jeder halt, aber ich habe da wesentlich mehr so Ausleben von billiger Macht erlebt, die auch vollkommen ungerechtfertigt war, als jetzt bei der Polizei, auf jeden Fall. Aber auch da gibt's echt coole Typen. Said no one ever. Pauschalisieren ist immer dumm. Ja, das haben wir auf jeden Fall gelernt. Ich würde sagen, hat noch jemand eine Story? Ansonsten. Keine für 31 Sekunden, ja. Aber schön, dass wir es alle lebend überlebt haben. Das war das Almost Daily für heute. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben. Werdet ihr sowieso. Es wird sowieso heiß hergehen. Aber ich würde sagen, ich schraube runter auf 500 Dislikes maximal. Ja, jeder, der. Einer soll schreiben, ich bin Polizist, und alle müssen mal einen Daumen machen, die auch Polizisten sind. Dann wüsste ich mal gerne. Sowas. Ja. Ja. Und einer schreibt, ich bin Antifa, und alle machen Daumen ich runter. Er schreibt auf jeden Fall auch, was für Worte wir wie falsch verwendet haben. Auf jeden Fall, wie oft ich Antifa gesagt habe, damit eigentlich einfach nur pöbelnde Demonstranten meinte. Mit Einwanderer meinte ich auch Migranten oder Immigranten. Ich habe keine Ahnung, was das war. Hintergrund. Und wieso hat Lars Paulus eigentlich nichts gesagt? Ich habe kein Wort gesagt, weil ich mich da raushalten wollte. Und außer warum kurz, was er gesagt hat. Das war geil. Das war knackig. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.